Stefan Leitl, der Trainer von Greuther Fürth, oder soll ich eher sagen, der ehemalige Trainer von Greuther Fürth, zumindest ab dem kommenden Sommer, wird, wie ich schon jetzt erwähnt habe, den Verein verlassen und der neue Verein für ihn soll schon feststehen. Es wurde gestern schon von Sky ziemlich detailliert berichtet darüber, dass Stefan Leitl Greuther Fürth ab dem kommenden Sommer verlassen wird und somit auch nach dem jetzt fixen Abstieg aus der ersten deutschen Bundesliga den Verein auch verlassen wird und der neue Verein sollte laut Sky auch schon feststehen, nämlich Hannover 96. Also Stefan Leitl bleibt in der zweiten Bundesliga, nur wechselt er zu einem neuen Verein, wenn man jetzt den Medien Glauben schenken mag, aber es scheint alles schon sehr fix zu sein und Sky ist eine relativ vertrauenswürdige Quelle. Wie gesagt, Fürth hat es schon angekündigt, dass Stefan Leitl den Verein verlassen wird und eben sich einer neuen Herausforderung anschließen wird und da dürfen wir gespannt sein, wann die offizielle Statement von Hannover herauskommen wird. Gleich mal meine Frage von mir an euch. Ist das ein nachvollziehbarer Wechsel von Stefan Leitl, der ja auch schon mit Hertha BSC oder Schalke 04 in Verbindung gebracht worden ist? Glaubt ihr, dass er der richtige für Hannover ist oder denkt ihr, dass das vielleicht ein Weg ist, den er jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass er einschlagen würde? Jetzt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und falls euch eure Videos gefallen, gerne auch eine Bewertung da lassen und gerne auch den Kanal abonnieren. Hier ist der offizielle Tweet von Greuther Fürth zur Thematik. Stefan Leitl und Andrej Mijatović haben die Verantwortlichen bei der Spielvereinigung Greuther Fürth heute darüber informiert, dass den Verein im Sommer verlassen möchte. Leitl hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2023, das heißt, dieser Vertrag müsste aufgelöst werden oder der neue Verein würde hier eine Ablöseentschädigung zahlen. Ganz genau weiß ich es selber nicht. Auf jeden Fall ist nun fix, dass Greuther Fürth ab nächstes Jahr einen neuen Trainer haben wird und dass sich Stefan Leitl einen neuen Verein gesucht hat. Leitl ist seit der Saison 2018-2019 bei Fürth als Trainer tätig und hat natürlich letzte Saison das Unmögliche geschafft und ist mit Fürth in die erste Bundesliga aufgestiegen, was natürlich mit dem Kader und mit den finanziellen Möglichkeiten eine unglaubliche Leistung war. Nur in diesem Jahr mussten sich der harten Realität stellen und sind als Letzter auch jetzt fix abgestiegen und werden ab nächstes Jahr wieder zweiten Bundesliga spielen. Nichtsdestotrotz hat Leitl gezeigt, was er mit einem relativ bescheidenen Budget und einer Mannschaft, die jetzt nicht wirklich Bundesliga-Anspruch hatte, alles schaffen kann. Aber nun ist die Beziehung zwischen Fürth und Stefan Leitl vorbei. Es wurde ja schon heftig diskutiert darüber, ob er jetzt bleibt oder nicht. Nun ist es offiziell, er wird auf jeden Fall Fürth verlassen und der neue Verein, bei dem er tätig sein soll, soll Hannover 96 sein. Ein Verein, der seit einigen Jahren schon etwas in Disbalance ist und als ehemaliger Bundesligist natürlich da wieder rauf will. Aber momentan spielt man eher im unteren Mittelfeld mit und braucht natürlich jetzt einen neuen Impuls. Wie Sky berichtet, soll Hannover 96 eine Ausstiegsklausel bezahlt haben, die im Vertrag von Stefan Leitl verankert sein soll und Hannover 96 und Martin Kind, der Vorstandsvorsitzende im Verein, haben sich dazu anscheinend entschieden, Stefan Leitl zum Verein zu holen. Momentan ist ja noch Christoph Dabrowski der Trainer von Hannover 96, aber Stefan Leitl soll da eine neue Ära einläuten. Leitl stellt sich also der nächsten großen Herausforderung mit Hannover 96, einen gefallenen Traditionsverein in der zweiten Bundesliga wieder aufzurichten und im Best Case natürlich wieder in die deutsche Bundesliga zurückzuführen. Ich denke, auf den Effekt setzt man bei Hannover 96. Trotzdem wird das alles andere als einfach, denn der Verein ist momentan eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln, von der spielerischen Qualität her und ist nicht unbedingt jetzt so der klassische zweite Bundesliga-Verein, den du jetzt um den Aufstieg sehen würdest. Aber natürlich, wenn Stefan Leitl das ähnliche Kunststück verbringen sollte wie bei Fürth, kann hier noch einiges passieren und vielleicht bringt der Hannover 96 wieder in die deutsche Bundesliga. Was sagt nun ihr zu dieser neuen Herausforderung für Stefan Leitl? Habt ihr damit gerechnet und findet ihr das ein nachvollziehbarer Schritt für ihn? Oder seid ihr da komplett gegenteiliger Meinung? Gerne zum eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung da lassen, gerne den Kanal auch abonnieren. Würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao.